Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu House Flipper. Ja, ich habe beschlossen, ich mache jetzt ein bisschen Ruhe mal von Kenshi. Diese Entspannung in diesem Spiel ist einfach grandios. Die erste Folge ist ein bisschen lang geworden, also so 30 Minuten. Ich habe wirklich gleich 45 Minuten aufgenommen oder sowas. Ich habe ja das eine Mal voll runtergemacht. Wir haben ja hier jetzt ein richtig schönes Zimmer gebaut. Das ist ja das Esszimmer, das ist für mich ein Spielzimmer. Vor mir der ganze Dreck, der da rumliegt, den ich verkaufen darf. Aber ich würde sagen, wir gehen mal in den Raum hier. Ach, hey. Ja, da hat jemand schon mal wieder nicht aufgepasst hier, ne? Wieder alles dreckig. Wieder zack, zack, alles weg. Bin ja gerade wieder am Vorproduzieren, da ich am Wochenende weg bin. Und ich am Wochenende... Ach, das darf ich wieder nicht verkaufen. Was soll denn das? Die darf ich ja verkaufen, oder? Dankeschön. So. Da ich am Wochenende eine kleine Reise unternehme. Reise, ja. Genau. Wir tun mal die Sachen, die da gesagt haben, brauchen sie noch. Einfach mal in Gang, da können sie dann finden. Beziehungsweise ich bin ein bisschen unterwegs und treffe mich mit ein paar Freunden. Ne? Und schaue mir mal so ein bisschen wieder die Welt von Österreich an, weil ich wohne in Österreich, kenne aber so 5%. Könnte so sein. Also so, ich kenne mich hier extrem gut aus. Also echt Profi. Hab mich super eingebürgert. Und andererseits muss ich auch noch meinen Personalausweis erneuern lassen. Also ich habe es echt mit strukturiert arbeiten, das sage ich euch. So, nochmal hier ist sauber. Hier ist nur noch der Bodendreck, oder wie? Ja, warte mal, da vorne sagt... Nee, warte mal, da sagt mir Dreck an. Oder meinst du die Ecke hier? Na, warum ist hier Gras? Ah, da oben, guck mal. Da sollte vielleicht auch mal die Decke gucken. Da ist noch ein bisschen Dreck, jetzt ist das Zimmer schon mal sauber. Fenster reinigen, montiere Geräte, okay. Was denn für Geräte? Ah ja, wir sollten vielleicht uns mal an die technisch machen. Habe ich auch schon öfters gemacht, aber eigentlich nur, weil ich gucken wollte, ob das dahinter richtig verkabelt ist, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und ja, dann bin ich einfach so einer, der tut die Sicherung raus und bastelt da dran rum. Und hofft, dass es funktioniert. Also ich habe es auch selber geschafft. Ich sag's mal so, ich habe viel an einer Steckdose hängen, weil ich nicht so viele Steckdosen in dem Zimmer habe. Oder ich habe jetzt zwei Steckdosen mal eine Zeit lang aneinander hängen gehabt, die voll belegt waren mit Rechnersachen. Ja, so schnell konntest du nicht gucken, war von diesem alten Haus die Sicherung draußen. Ups. Ah, Storytime, so wo ist die andere Steckdose? Da vorne. Warum hängen die echt so instinktiv schon raus? So, ja, ja, ich weiß schon, ich muss raus. Entschuldigung, ich komme schon freiwillig. So, erstes Kabel rein, das blaue kommt in neutral. Du kommst hier unten rein und du hier oben. Ich muss gerade überlegen, das war immer die Sicherung. Leiter und der neutrale, ne? Das müsste ja so gewesen sein. Also ich habe hier drüber auch... Genau, blau, lila und gelb-grün habe ich hier an Kabeln. Weil, und das ist jetzt kein Scheiß, da drüber hängen zwei Lichter. Ich habe hier mir... Ich habe die Tastatur gerade nicht hier. Ich habe hier so eine Fernsteuerung und habe mir zwei Lichter eingebaut, selbstständig. Die sozusagen... Sozusagen halt per Fernsteuerung... Grün, blau, weißt du, aber halt auf das, was ich gerade Bock habe, Licht machen, ne? So. Jetzt bin ich aber zu faul aktuell, die ganze Zeit die Kabel irgendwie zu sichern. Da hängen die Verbindungen einfach frei rum. Bedeutet, ich kann jederzeit da oben gucken, welche Kabelfarbe es gibt. Das Ding hört sich an wie so ein Staubsauger. Und wenn es klappt, will ich morgen Abend... Hey, findest du doch sauber, oder? So, ja. Will ich morgen Abend vielleicht mal streamen? Ich will mal wieder Minecraft streamen. Warte mal. Soll ich auch verkaufen? Ich möchte kein Geld auf diese Art und Weise verdienen. Du baust Gebäude. Du verdienst das Geld so oder so. Streiche mit der Farbe königliches Blau heller Pfirsich. Pastellrosen.
Wir machen Pastellrosen. Mir scheißegal, ob du jetzt alles haben willst. Ich mach Pastellrosen. Pastell. Ich weiß gar nicht, wie die Farbe ausschaut. Pastellrosen. Hier haben wir es doch. Ei, hei, das wird ein Schulenzimmer. Das wird mal richtig ein Schulenzimmer. So, wo ist denn hier? Gott, ich krieg so Hate. Kannst du doch nicht sagen. Wir leben in 2019. Ich kann sagen, was ich will. Deswegen, wir leben in 2019. Ich werde hier nicht von der Politik verfolgt, wenn ich was Falsches sage. Außer Rezo, der kriegt sofort von der CDU, von den Politikern auf den Schädel, wenn er was sagt, ne? Hashtag gegen die CDU. Das hat sich auch keiner aufgeregt von der CDU. Oder wie hat AKK gesagt? Das Internet muss wie die Zeitung werden. Dabei hat die Zeitung nicht mal irgendwelche Gesetze. Also die hat sich damals echt blamiert. Das muss man dir schon lassen, der AKK, oder wie? AKK, oder? Annegret Karrenbauer? War das nicht AKK? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. War das... Doch, es war AKK. Ich würde das jetzt gerade echt gerne googeln, aber ich will dieses Zimmer fertig kriegen. Beziehungsweise diese Wohnung. Dann können wir die unsere eigene machen. Und ja, ich muss auch mal wieder Minecraft Sky Block da auf dem Hypixel-Server aufnehmen. Ich bin bloß dumm dafür. Ich vergesse das jedes Mal. Also, ich schaffe das, was ich getimed habe, kriege ich ohne Probleme hin. Aber, ups, jetzt habe ich das Fenster angemalt. Eieieiei. Aber die Sachen, wo ich sage, oh, das mache ich jetzt zwischendurch immer. Denkst du, daran denke ich? Ich habe jetzt meinen eigenen Minecraft-Server, wo ich mit meinen Kumpels drauf zocke, bin, oder? Jedes Mal, dass ich auf den scheiß Skype-Server nochmal gehe und aufnehme. Aber ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Und wenn es ein Livestream ist. Ich brauche mehr Farbe. Ich kaufe noch zwei einmal. So. Farbklicks. Klick. Nee. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr aktuell von unserer Politik haltet. Ob das so weitergehen kann oder ob wir da mal was ändern müssten. Ich bin der Meinung, ganz ehrlich, die Politik ist veraltet. Und ist nicht mehr auf dem Stand 2019. Das merkt man auch am Rundfunkstaatsvertrag. Weil der ist echt veraltet. Und ich glaube, die Typen kriegen das sowieso nicht auf die Backe, neuen aufzusetzen. Also das wird jetzt eh nochmal spannend. Ich bin ja zum Glück in Österreich. Bin zwar deutsch, aber sitz in Österreich. Ich habe mich so schnell wie möglich von dieser Medienpolitik da entfernt. Und hoffe, dass ich hier so, mir so einigermaßen ein ruhiges Leben da machen kann. Ne? Also der Staatsvertrag da, der Deutsche, der geht mir im Grunde eh nichts an. Aber sagen wir es mal so, wenn ich rüberziehen würde, würde mich das aktuell sehr anpissen. Das Ganze, was da drüben abgeht. So, wir sind bei 90%. Ich glaube, ich muss die Fenster echt anmalen. Ich habe wieder nur einer verbraucht. Ich habe das mit dem Ausmessen nicht so. So viele Farben brauche ich noch und so viele Farben. Und ich würde auch mal gern wieder Multiplayer-Spiele machen. Also sowas wie jetzt, keine Ahnung, Zusammenfahrungssimulator. Hatte ich ja geplant, muss ich ehrlich zugeben. Stand schon Server, war auch in Tests, in Mods, bla, war schon alles sehr weit. Der einzige Hi-Opi, der mal wieder nichts hinbekommen hat, beziehungsweise dem dann die Kosten ein bisschen gestiegen, war ich. Oder ich habe das Projekt zum Beispiel jetzt auf die Seite legen müssen. Aber sobald alles routinierter abgeht, sobald ich irgendwie es hinkriege, schneller alles zu rendern, besser im Cutting werde. Ich cutte zwar nicht, ja, okay, ihr habt mich erwischt, ich cutte fast nie. Ich bin einer der Oldschool, ich mache einen Gronk nach, genau. Nee, Gronk, ganz ehrlich. Ich finde Gronk okay, ich schaue ihn persönlich seltener. Ich schaue ihn aktuell beim Mist, aber sonst schaue ich so jemanden wie Paluten oder Hand of Blood, die wirklich viel cutten oder viele Effekte reinhauen. Ich würde ich gerne selber machen, ich bin aber zu blöd für sowas. Bin ich ganz ehrlich, ich bin zu blöd. Gegenstände, ein schmaler Vorhang zum Einbauen. Jetzt kommt wieder dieser schmaler Vorhang zum Einbauen. Yo. Dann montieren wir mal die Scheiße. Jetzt müssen wir wieder Schrauben drehen. Eieiei. Ich brauche so einen ultra-boosted Schraubenzieher, der macht... Kennt ihr diese für die... Sicher kennt ihr die. Für die Autos. Die sind mega cool. Also ganz ehrlich,
wenn du so am Reifen rummachst und so, yo, wir müssen jetzt schnell das anbringen und dann gehst hin. Und das Ding ist fest, du denkst, so, ja, sowas für daheim, wenn du mal so zusammenschauen musst. Wurm, wurm, wurm. Wäre schon geil. So, Gegenstand anbringen. Breiter Vorhang zum Einbauen. Breiter Vorhang jetzt. Ach du Scheiße. Breiter Vorhang zum Einbauen. Ey Leute, solange ihr nicht breit. Wo willst du denn den? Oh. Ich hab da so eine böse Vermutung. Kann ich die verkaufen? Ja, kann ich. Gut. Ich glaube, ich hätte da einen breiten Vorhang hin tun müssen. Und ich hätte gleich bei beiden breiten. Oh. Man sollte lesen können. Komm, Turbo Boost. Ich bin heute wieder super aufgeregt. Merkt man das? Anbringe Regal. Kall. Regal Kalle. Ich springe euch mal die. Ah, Regal, genau. Regal Kall. Ach, der heißt nur Kall. Warum nicht Kalle? Wir machen das jetzt hier schön in einem richtig geilen Schwarz. Ich glaube, ich brauche nur eines davon. Oh, Kacke. Jetzt muss ich. Ich hab's eh schon nicht mit Zimmer einräumen. Also ich kann es euch mal so sagen, ich räume mein Zimmer irgendwie gefühlt alle 3 Jahre oder. Jeden zweiten Monat mal um. Irgendwie ein bisschen. Deswegen, ich glaube, insgesamt seit meiner YouTube-Zeit, auch mit dem gelöschten Kanal zusammen, hatte ich mindestens 4 verschiedene Webcam-Ansichten bis jetzt. Weil ich immer wieder. Am Anfang stand mein Rechner in der Richtung, also nach da drüben. Da ist eine Wand. Dann stand mein Rechner da vorne vor dem Fenster. Und dann stand einmal da hinten. Und mein Bett ist dementsprechend auch gewandert. Und dass da eine Schrankwand ist, ist nicht normal, die steht nur also an der Wand, die dahinter ist. Ich habe jetzt halt so ein bisschen Zimmeraufteilung gebaut. Was will man anbringen? Doppelte Kommode. Doppelte Kommode. Oh Gott, ich hoffe mal, das war Mal. Haben wir jetzt auch schwarz? Ja, doppelte Kommode Mal. So. Fett Mal. Oh Gott, ey, was ist denn jetzt los? Buffett mal. Jetzt kaufen. Kann ich dich da um. Oh. Ich stelle dich jetzt einfach daneben. Mir scheißegal. Du stehst hier. So. Ja, schaut sogar hin. Kindertisch, Mam. Okay, wir machen mal einen Kindertisch. Kindertisch. Ganz unten. Mann, man kann hier nicht mit. Jetzt werden wir so. Warte mal, das ist das Frauenzimmer, ne? Kaufen viele. Davon waren 2 angesagt. Bedeutet, wir tun hier einen wieder in die Ecke. Und hier einen, das sind so die, die es warm wollen, die es kuschelig wollen. Und das andere sind so die, so. Mir ist immer zu warm, das bin so typisch ich. Kinderstuhl. Also ohne Scheiß, ich bin ein Mensch, dem ist grundsätzlich immer warm. Also im Winter laufe ich mit T-Shirt rum. Problem ist, die anderen finden das nicht so cool, weil die denken sich natürlich, scheiße, mir ist kalt. Ich kann auch nichts dafür, dass mir immer warm ist. Also ohne Scheiß, ich kann in der Nacht aktuell bei den Temperaturen nicht mal mit einer dünnen Bettdecke pennen. Weil mir einfach zu warm ist. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ist euch auch grundsätzlich zu warm oder seid ihr welche, die denen öfters eigentlich mehr so kalt ist? Also mir grundsätzlich immer zu warm. Oh Gott, das schaut ja wieder so. Wir machen Doppelkreis. Aufbewahrungskiste. Okay. Und das ist echt grausam. Also ich hätte gern sowas so genau in der Mitte. So, mir ist nicht zu kalt, nicht zu warm. Aber sowas habe ich so das Gefühl, gibt es nicht. Weil sonst wäre ich der Erste, der das haben wollen würde. Weil mir echt grundsätzlich immer fucking zu warm ist. Also ich mag deswegen, ich liebe Sommer. Ohne Scheiß, ich liebe Sommer, ich hasse Winter. Gebe ich ehrlich zu, ich bin ein Hase vom Winter. Weil mir. Ich das hasse, wenn.
dauernd Schnee und du kannst, du rutschst aus und ja, ich hatte vielleicht, eventuell war ich schon mal im Winter verletzt und war alles relativ uncool. Ich mag Winter nicht. Ich mag es, wenn es schön warm ist, wenn kein Schnee da ist, wenn du einfach jederzeit rausgehen kannst und nicht auf fucking Regen oder Schnee achten musst. Deswegen liebe ich Arizona. Anfang Computertisch. Okay. Computertisch. Und ja. Wir machen das jetzt mal richtig, richtig großes. Was ist denn? Ja, das kommt hier so vors Fenster. Teppich, grüne Blumen. Ach du Scheiße. Teppich! Und jetzt kommt's grüne Blumen. Eieiei, grüne Blumen. Kaufen viele wahrscheinlich, oder? Ja, 4 Stück soll ich davon anbringen. Der erste kommt hier mal drunter. So. Das ist jetzt hier so Flickenteppichbau hier. Lass mich den Teppich doch hier anbringen. Dankeschön. Und ja, also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das bin halt so typisch ich. Bin auch einer, der gerne meckert. Also ich glaube, es gibt keiner, der so viel zu meckern teilweise findet wie ich. Warte mal, achso, das ist ja der Teppich, den ich gerade miteinander. Also, ich weiß nicht, wie ihr da seid, aber. Boah, wenn ich einen Film sehe, der Hobbit, ich liebe den Hobbit, ohne Scheiß, aber ich sehe die CGI-Effekte und die finde ich dann teilweise nicht so schön. Also wenn Metall nicht richtig spielt, kann ich mich schon aufregen. Und das ist jetzt keine Verarsche. Was, Schaumbox für Kinder. Und es ist halt tendenziell so, ich kann viele Sachen, sage ich jetzt mal, nicht schlecht. Das Problem ist, ich habe auch viel immer zu meckern, aber ich bin einer, der ist. 9 Stück von denen. Okay, dann mache ich hier so eine Mauer. Wir bauen jetzt Troja hier so hin. Das haben wir früher im Kindergarten gern gemacht. Also ich weiß nicht, wie es bei euch da so abging, aber bei uns war es immer so, man hat versucht aus Sachen was zu basteln. Wir hatten halt eine geile Kindheit, ne? Problem war, meistens hat es nicht gehalten, was man versucht hat zu bauen. Und wir haben halt, keine Ahnung, immer rittermäßige Scheiße gespielt. Oh. Sag mir, wann es zu viel waren. Es hätte nur einer sein sollen. Oh, ich bin so schlau. Schaumbox. Sollte mich mir erstmal. Ich soll mich gleich mal wieder drauf konzentrieren, was ich hier baue. Brücke. Jetzt kaufen. Oh Gott, jetzt kommen wir die Schaumbox. Schaumbox. Anbringen grüner Klotz. Oh Gott, jetzt. Weißt du, jetzt habe ich es extra eingegeben. Grüner. Klotz. Jetzt kaufen. So, da kommt jetzt der grüne Klotz drauf. Roter Klotz Dreieck. Oh Gott, ey. Was ist denn das? Roter Klotz Dreieck. Klotzbrücke. Ich kotz gleich von dem Klötzen. Klotzbrücke. Jetzt kaufen. Klotzgrüne Pyramide. Klotz. Grüne Pyramide. Jetzt kaufen. Hase. Zweimal Hase. Das finde ich gut. Hase. Oh, ist das süß. Der kann richtig assi aussehen. So ist der okay. Jetzt kaufen. Wahrscheinlich hätte ich von den 2 gebraucht, ne? Aber ich kann ihn noch einmal auswählen. So, jetzt kaufen. Und Teddybär. Teddybär. Jetzt kaufen und der kommt auf den Tisch drauf. So, der pennt auf dem Tisch. So. Ja, so schlecht schaut das Ergebnis jetzt auch nicht aus von dem Zimmer. Oh.
Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Sind wir schon bei 20 Minuten? Upsala. Ja, was haben wir denn als nächstes noch zu tun? Ich glaube, noch 2-3 Zimmerchen haben wir noch zu tun. Also, das Bad ist noch zu machen. Das sollte relativ flott gehen. Sollten wir in der nächsten Folge locker schaffen. Dann haben wir das Zimmer noch. Und hier hinten. Oh, da sind Kakerlaken. Eieiei. Aber Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge beenden wir dann diese Wohnung. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Everything changes.